Wie du als Handwerksbetrieb oder Fachbetrieb zufriedenere Kunden bekommst und das Ganze systematisieren kannst, erfährst du heute in diesem Video. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich bin bei der A&M-Beratung zuständig für die Kundenbetreuung. Das heißt, ich spreche jeden Tag mit unseren Partnern, kümmere mich darum, dass jeder zufrieden ist. Und genau darum soll es heute gehen, das Thema Kundenzufriedenheit. Das Thema Kundenzufriedenheit ist extrem wichtig. Also ich denke mal, das ist auch was, was jedes Unternehmen sich auf die Fahne schreibt. Aber man muss dazu sagen, die wenigsten Unternehmen sind da wirklich aktiv hinterher. Und du weißt mit Sicherheit genauso wie ich, eine hohe Kundenzufriedenheit sorgt dafür, dass du mehr Bestandskundengeschäft erzielen kannst, mehr Empfehlung bekommst. Also es hat im Grunde genommen relativ viele Vorteile, sich da reinzuhängen. Und heute wollen wir mal so ein paar Dinge durchgehen, wie du das Ganze machen kannst, weil wir wollen ja nicht nur davon ausgehen, dass Kunden zufrieden sind, sondern wir wollen aktiv was dafür tun und das im besten Fall auch so ein bisschen messen können. Also, der erste Punkt zum Thema Kundenzufriedenheit ist ein vernünftiger After-Sales-Prozess. Also neudeutsch könnte man sagen, alles, was nach dem Abschluss passiert. Ja, für viele Unternehmen ist es leider immer noch so, dass die Kundenbeziehung mit dem Abschluss vorbei ist oder vielleicht sich noch über ein, zwei Wochen erstreckt und dann war es das. Was meine ich jetzt mit einem vernünftigen After-Sales-Prozess? Also, im Endeffekt geht es darum, wirklich mal zu gucken, dass der Kunde mit dem, was er jetzt bekommen hat, auch happy ist. Ja, das heißt, in deinem Fall, wenn du jetzt Terrassendächer anbietest, Küchen anbietest, was auch immer anbietest, ruf die Person einfach mal an, einen Monat, zwei Monate, nachdem das ganze Projekt beendet wurde und frag nach, ob alles immer noch zu der Zufriedenheit läuft. Ja, weil du wirst merken, klar, es gibt einen Teil von Kunden, die eine Reklamation aktiv ansprechen, aber es gibt auch einen Teil, die machen das nicht. Und die sind dann vielleicht nicht 100% zufrieden und geben dir letzten Endes jetzt nicht das Feedback, dass sie gerade nicht zufrieden sind, aber wenn du anrufst und das proaktiv nachfragst, dann wirst du das Feedback bekommen und solltest das Ganze dann im besten Fall natürlich auch ändern. Das heißt, wenn jetzt der Kunde sagt, ja, hier klemmt meine Schublade bei der Küche oder wie auch immer. Alles klar, wir schicken nochmal Monteur raus, wir ziehen das gerade. Also erster Punkt, sorg für einen vernünftigen After-Sales-Prozess. Du musst mal ein bisschen gucken, was da für dein Produkt passt. Aber wir haben zum Beispiel einen Kunden von uns, der ist im Klimabereich unterwegs und der macht das Ganze so, der hat für seine Kunden, das musst du dir mal vorstellen, eine komplette Videoplattform, nachdem das Produkt eingebaut wurde. Das heißt, der Kunde bekommt wirklich eine Ansammlung an Videos, wie die Geräte zu bedienen sind, wie man Kontakt zu der Firma aufbaut, wenn irgendwas nicht vernünftig ist, wie man die Klimaanlage vernünftig reinigt oder wie auch immer. So, und das sind letzten Endes Maßstäbe, die sind vernünftig, die sind gut. Da ist die Kundenzufriedenheit riesig groß. Und selbst wenn du das gleiche Produkt anbietest, durch so einen After-Sales-Prozess, durch so einen, ich sag mal, Zusatz, hast du wirklich die Möglichkeit, ja, dich einfach von deiner Konkurrenz abzuheben und riesenhohe Kundenzufriedenheit letzten Endes zu haben. Die zweite Sache ist, ganz, ganz simpel, aber machen auch wirklich die wenigsten Kunden, die wenigsten Partner von uns, die wenigsten Fachhändler und Handwerker, frag nach. Also frag die Leute, wie zufrieden bist du gerade? Vielleicht macht man das mal an einer Skala von 1 bis 10 fest, also muss es jetzt nicht regelmäßig für alle Kunden machen, aber nur damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, was müsste bei dir eigentlich besser laufen? Weil, ich meine, du kennst es letzten Endes, wenn du jetzt deinen Betrieb schon seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar betreibst, man wird irgendwann so ein bisschen betriebsblind, Entschuldigung. Und letzten Endes verlierst du dann irgendwann das Gefühl dafür, wie kommt jetzt meine Dienstleistung beim Kunden an. Das heißt, wenn du da bist zur Abnahme, frag einfach mal, ganz ehrlich, Herr Kunde, oder wenn ihr beim Du seid, wie auch immer, von 1 bis 10, 1 ist ganz schlecht, 10 ist sehr gut, wo befinden wir uns jetzt gerade mit der Kundenzufriedenheit? Von der Bestellung bis hin zum Aufbau, alles bis heute. Und da wird der Kunde dir irgendwas sagen. So, und du kannst dann relativ schön drauf eingehen, wenn der Kunde jetzt sagt, 7, okay, wunderbar, vielen Dank erstmal. Was hätte denn passieren müssen, damit das Ganze eine 10 wird? So, und dann kann der Kunde dir so ein paar Dinge sagen. Und entweder sind das Dinge, die du beeinflussen kannst, wie jetzt zum Beispiel Kontakt zu verschiedenen Ansprechpartnern oder Dreck auf der Baustelle oder sowas. Das kannst du alles beeinflussen in Zukunft. Bei Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, wie Lieferzeiten oder so, da kommen wir jetzt gleich zum dritten Punkt, da muss man sich ja was anderes einfallen lassen. Aber frag wirklich mal aktiv nach. Frag, hey, wie zufrieden sind sie? 1 bis 10. Wenn es keine 10 ist, warum ist es keine 10? Und dann, wenn du das bei 10, 20 Kunden einfach mal machst bei der Abnahme, wirst du relativ schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie dein Prozess in Zukunft aussehen muss, damit das nicht mehr passiert. Der dritte Punkt ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, weil wenn wir uns mal fragen, wie entsteht schlechte Kundenzufriedenheit? Schlechte Kundenzufriedenheit entsteht eigentlich nur aus einer Differenz von Erwartungen des Kunden und dem, was er bekommen hat. Ja, das heißt, wenn ich genau das bekomme, was ich erwarte, ist meine Zufriedenheit bei 10 von 10. Wenn ich mehr bekomme, als ich erwartet habe, sollte sie auch bei 10 von 10 sein. Je nachdem natürlich dann auch besser, auch wenn es jetzt auf dieser Skala nicht geht. Aber schlechte Kundenzufriedenheit entsteht natürlich nur, wenn mein Ergebnis, das, was ich bekomme, schlechter ist als das, was ich erwartet habe. So, das heißt, klar, an dem Ergebnis kannst du jederzeit arbeiten, solltest du auch, da sollst du dich verbessern, das ist klar. Aber du kannst natürlich auch dafür sorgen, dass du so ein bisschen
ja einfach Management der Erwartungen betreibst. Was meine ich damit? Oftmals ist es so, vielleicht, wenn du dich da wiedererkennst in der Situation, ist es so, dass man vielleicht, um jetzt einen Abschluss zu machen, ich sage jetzt mal vorsichtig formuliert, Halbwahrheiten erzählt. Ja, ist jetzt nicht immer so, aber manchmal kann es vielleicht sein, dass man irgendeine Lieferzeit zusichert, wo man eigentlich schon beim Zusichern weiß, es könnte schwierig werden. Das heißt, wenn du das merkst, gerade wenn du den Punkt 2 anwendest und da häufiger mal nachfragst, wenn du das merkst, dass wirklich ganz, ganz oft das Ergebnis von den Erwartungen des Kunden abweicht, dann stell dir auch mal die Frage, wenn du das Ergebnis in dieser Hinsicht nicht optimieren kannst, weil an der Lieferzeit kannst du ja nicht viel machen, du kannst dich anderen Hersteller suchen, aber das ist auch keine langfristige Lösung irgendwie, dann schau, dass du vielleicht diese Erwartungen von Anfang an ein bisschen anders handhabst oder managst oder wie auch immer. Weil dann wirst du auch natürlich diese Differenz so ein bisschen niedriger stellen können. Du kannst sie ausgleichen und alleine dadurch mit dem gleichen Ergebnis, was du lieferst, hast du eine bessere Kundenzufriedenheit. Ich hoffe, dass die 3 Punkte dir ein bisschen weiterhelfen konnten. Versuch das, so gut es geht, bei dir in den Prozess einzubinden, weil wie gesagt, zufriedene Kunden sind der Grundstein für den Erfolg von einem Unternehmen. Also klar, wir fokussieren uns auch hier bei der A&M viel um das Thema Neukundengeschäft. Aber gerade wenn die Zeiten ein bisschen unsicher werden, wie das jetzt halt gerade der Fall ist einfach, dann muss man sich auch die Frage stellen, okay, was kann ich auf meinem Bestandskunden machen? Und dafür ist die Grundlage einfach eine hohe Kundenzufriedenheit. So, und wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Fehler, das ist jetzt nicht persönlich gemeint oder so, aber geh bitte niemals davon aus, dass du schon eine gute Kundenzufriedenheit hast. Also es ist ein Prozess, da muss man wirklich ganz ehrlich mit sich sein, da muss man auch hinterhergehen, da muss man mal nachfragen, da muss man aktiv was für tun. Und man darf halt nicht davon ausgehen. Das ist immer ein Riesenfehler, weil dann stagniert man so ein bisschen, dann nimmt man sich selber die Möglichkeit, sich zu verbessern. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video so ein paar Anschlüsse mitgeben, wie du das Ganze für dich einsetzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen der weiteren Videos. Abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, dann verpasst du nichts. Und viel Spaß, bis zum nächsten Video.